Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Türchen meines Highlights Adventskalenders. Heute öffnen wir das 19. Türchen. Es ist gar nicht mehr lange bis Heiligabend. Ja, heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, was ich euch leider nicht in echter Haptik zeigen kann, sondern nur einblenden kann. Und zwar Hexfights von Helen Harper. Ein Buch, eine Trilogie, die in diesem Jahr erschienen ist, die es nur im Grunde digital gibt als E-Book oder auch als Hörbuch. Kann man sie sich auch anhören. Die E-Books liegen, glaube ich, irgendwie was bei 4-5 Euro. Also auch eine sehr günstige Anschaffung und für alle, die eben auch E-Books gerne lesen, absolut. Ein Schnapper. Die Hörbücher gibt es auch. Ich glaube, auch bei Audible habe ich die schon gesehen und die können auch gehört werden. Leider nicht in echter haptischer Form möglich. Ich stelle mir ja Highlights super gerne ins Regal, aber das ist hier in dieser Ausnahme nicht wirklich machbar. Ja, die Hexfights, eine Trilogie, die in diesem Jahr komplett erschienen ist. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass mit dem dritten Teil, mit dem letzten Band, der Anfang Dezember jetzt erschienen ist, auch der letzte Band geschrieben wurde. Das Ende ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, die Reihe ist beendet, aber ich glaube, dass die Welt und besonders auch unsere Protagonistin durchaus noch mehr Bücher vertragen könnte. Ja, wir treffen hier auf Ivy Wild, die ja so ein bisschen vor Fauligkeit sozusagen strotzt, die am liebsten nach ihrem Job sich auf die Couch setzt und Netflix schaut. Sie hat einen Kater, sie ist Taxifahrerin und ja, lebt so ein bisschen ihr Leben, ist aber damit tatsächlich auch sehr zufrieden, hat eine Katze, die sprechen kann, was damit zu tun hat, dass Ivy eben durchaus auch magische Fähigkeiten hat. Und sie selbst war sogar einmal in einem magischen Orden. Da gab es dann aber so ein paar, ja, Zwistigkeiten. Und da hat sie dann den Orden verlassen und lebt so ein bisschen für sich. Zurückgezogen, aber durchaus sehr zufrieden. Doch eines Tages, sie ist gerade in der Wohnung ihrer Freundin und Nachbarin und versorgt da die Katze. Treffen zwei Ordensmitglieder bei ihr ein. Und aus irgendeinem sehr unerfindlichen Grund passiert da etwas und sie wird an einen Ordensmitglied gebunden und sie muss mit Adeptus Raffi Winter einen Fall klären, denn es geht etwas im Orden vor und nicht so richtig mit rechten Dingen und ja, sie soll das auf jeden Fall mitklären. So lernen wir Ivy, so lernen wir diese magische Welt kennen, so lernen wir auch den Orden kennen, so tauchen wir in diese Welt ein und erfahren, welche Magie Ivy wirken kann, was überhaupt in dieser Welt passiert, wie diese Welt auch parallel zu unserer funktioniert und tauchen natürlich auch in den Orden ein. Erfahren auch einiges zur Vergangenheit von Ivy, welche Verstrickungen es in ihrer Vergangenheit gab und lösen im ersten Band eben einen Fall, der sich dann durchaus zwar abschließt, aber Dinge dann im Grunde nahtlos auch in die nächsten Bände weitergehen. Wir treffen auch auf Geister und auf allerhand magische Wesen und durchaus eben auch so ein bisschen auf Fantasy, wenn man so möchte. Denn wir haben hier definitiv natürlich unsere Welt und auch Ivy ist in unserer Welt irgendwie zu Hause, aber wir verknüpfen das eben auch mit der Fantasy, mit dieser magischen Welt und das, finde ich, ist absolut gelungen. Das Besondere und wirklich mega gelungene an dieser Reihe ist definitiv der Humor. Es ist ein sehr sarkastischer, ironischer und dunkler Humor, trockener Humor, der absolut meinen Humornerv getroffen hat. Ich habe so viel geschmunzelt, so viel gelacht, ich habe mitgefiebert und ich fand das einfach großartig. Ich mochte die Dialoge, ich mochte die Witzigkeiten, ich mochte, wie wir an die Fälle herangegangen sind, wie wir etwas lösen konnten. Ich fand auch Ivy einfach als Protagonistin großartig. Sie ist so eine Heldin, die aber eigentlich gar keine sein möchte und die auch auf den ersten Blick überhaupt nicht danach aussieht. Eher tatsächlich ganz das Gegenteil, aber sie macht das unfassbar sympathisch und großartig. Man fühlt mit ihr mit, man fiebert mit, man hätte sie tatsächlich, glaube ich, einfach auch als beste Freundin und auch diese ganzen Verstrickungen, die dann eben folgen und sich über diese drei Bände hinwegziehen, hat einfach unglaublichen Spaß gemacht und ich muss wirklich sagen, es ist natürlich irgendwie so ein leichter magischer Krimi-Fall, weil man natürlich auch Fälle löst, aber der Humor kommt hier nicht zu kurz. Und dennoch ist es spannend. Wir haben hier wirklich Elemente und Wendungen, die wirklich so einen Spannungsfaktor machen. Es gibt auch durchaus am Ende vom ersten, nicht ganz, aber am Ende vom zweiten einen Cliffhanger, dass man einfach sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt wissen, was Band 3 für mich bereithält. Und das hat die Autorin wirklich großartig gemacht. Alle drei Bände haben mich auf ihre Art und Weise super gut unterhalten. Der rote Faden ist erkennbar, macht ebenfalls unglaublichen Spaß. Und ich feiere diese Reihe abgrundtief und finde die wirklich Hammer. Ich habe, glaube ich, selten so viel in einem magischen Fantasy-Roman jemals gelacht wie tatsächlich hier. Ich fand es einfach großartig. Zudem ist es sehr modern, es ist sehr flüssig, es sind Charaktere, die sehr nah sind, die sich sehr echt anfühlen und die einfach Spaß machen, die zu verfolgen und deren Entwicklung zu sehen. Und ja, mir hat diese Reihe dieses Jahr unglaublichen Spaß gemacht. Ich kann für die ganze Reihe sprechen, dass sie für mich eine Highlight-Reihe ist und sie würde zumindest stellvertretend mit einem Band absolut in mein Highlight-Regal
Regal ziehen, wenn es sie denn als echtes haptisches Buch gibt. Zudem bin ich sehr gespannt, ob man nochmal was von der Autorin liest. Es gibt wohl schon eine Reihe von ihr, die spricht mich aber nicht ganz so an. Dennoch freue ich mich, wenn ich da mal wieder was von der Autorin sehe, weil mir das wirklich großen Spaß gemacht hat und ja, wirklich eine Highlight-Reihe. Und nun danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderbaren 19. Dezember. Lasst es euch gut gehen und genießt den Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.